Hallo Freunde der schlechten Unterhaltung. Ihr seht, ich strahle. Das liegt daran, dass ich meine wunderschönen Kerzen anhabe. Ich habe euch gefragt, ob ihr Bock habt auf einen Party Light Haul. Und ich zeige euch die Produkte jetzt zumindest fast alle an. Ich habe jetzt natürlich nicht alle Duftkerzen an, weil das wird einfach zu viel. Ich habe alles selber bezahlt und ich bin keine Party Light Vertreterin, noch nicht. Aber ich stehe voll hinter den Produkten. Also ich habe jetzt natürlich noch nicht alles getestet. Aber die drei Duftkerzen und vor allen Dingen die Knisterkerze, die zeige ich euch gleich als erstes. Liebe. Und ich habe euch gefragt, ob ihr vielleicht Bock habt, unser Wohnzimmer mal anzuschauen, weil ihr seht ja immer so, nur so Bruchteile. Und ihr habt da fast vollzählig mit Ja gestimmt. Und deshalb zeige ich euch das jetzt. Tür rein. Wir haben hier so eine wunderschöne Glastür. Und da kommen wir rein. Und dann haben wir hier als erstes diese Front. Die Möbel haben wir übrigens alle von Höffner. Und dann haben wir hier unsere Gartenstühle jetzt reingeholt, weil es einfach, das sind richtige Sessel, die kann man auch nach hinten klappen. Und es ist viel, viel, viel zu schade, die nur draußen stehen zu haben. Und deshalb holen wir die über den Winter immer rein. Dann ja, haben wir hier einen Teppich, Ikea, einen Hocker, den haben wir in Hogada gekauft. Dann haben wir hier Mathildas Bären. Und ich habe vor, die komplette Sofafront mit Kissen auszustatten. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich es demnächst zu TK Maxx schaffe. Und ja, da werden wir mal gucken. Das Sofa ist uralt. Das ist bestimmt schon 13, 14 Jahre. Das hat sich Christoph gekauft, als er zum ersten Mal im Einsatz war. Dann haben wir da ein Bild. Ich mag es sehr, sehr gern, moderne Sachen mit alten Sachen zu kombinieren. Ich mag das Ohrige sehr gern. Ich mag nicht diesen, wie nennt man das? Shabby-Stick, wollte ich gerade sagen. Shabby-Schick oder wie das heißt. Hier weiß alles. Ich weiß noch, als ich damals meinen Schminktisch gezeigt habe, habe ich von Christoph bekommen, als wir in unsere erste gemeinsame Wohnung gezogen sind. Und der ist halt aus ganz dunklem Holz und der ist von 1942. Da kamen echt Fragen, ob ich den nicht weiß anstreichen möchte. Nee, also würde ich mit einem antiken Stück nicht machen. Das ist ein Bild, das hat meine Oma, die arbeitete ja im Pflegeheim, von einer Heimbewohnerin bekommen als Dankeschön für ihre großartige Arbeit. Und meine Oma hat aber keinen Platz dafür, weil das Bild ist wirklich riesengroß. Und ich liebe das Bild. Ich liebe das Bild total. Und der Rahmen, den hat Christoph gebastelt aus alten Paletten. Ja, finde ich auch sehr, sehr cool. Nach dem Couchtisch fragen immer ganz, ganz viele. Das Tolle ist, dass der auch nochmal Verstauraum hat. Man kann den auch nochmal aufklappen. Der ist ebenfalls antik. Der ist aus Zedernholz und der ist aus Mexiko. Den haben wir über eBay Kleinanzeigen bekommen. Und die Dame, die uns den verkauft hat, die hat auch fast geheult, weil sie den so geliebt hat. Aber der passt leider nicht mehr in ihre Wohnung, weil sie sich verkleinern musste. Und wir lieben den sehr. Also jeder, der hier reinkommt, sagt meistens als erstes, boah, ist euer Couchtisch geil. Und da kommen wir auch schon zur ersten Kerze. Und zwar ist das Spiced Pumpkin. Ich habe nur drei Duftkerzen genommen. Die riecht ganz, ganz würzig, schön nach Kürbis. Ja, was heißt nach Kürbis? Einfach herbstlich. Sie riecht auch nicht winterlich. Ich würde sagen, sie riecht wirklich herbstlich. Die Kerze ist ein absoluter Traum. Ich liebe diese Kerze. Oh, ich habe gesagt, ich fange mit der Knisterkerze an, aber egal. Die Düfte von Party Light sind nicht zu vergleichen mit denen von Yankee Candle. Die Yankee Candle Kerze nimmt einen kompletten Raum ein. Mögt, dass eine Kerze sehr intensiv, sehr stark riecht, ist Party Light eher nichts für euch. Die sind wirklich ganz dezent, nicht so vordergründig. Man kommt nicht in den Raum und denkt, boah, die hat eine Duftkerze an. Sondern es ist einfach wunderschön und leicht, ja. Also Spiced Pumpkin, ein sehr, sehr schöner, würziger Duft, aber auch nicht zu würzig. Also super, super toll für die herbstliche Jahreszeit und ja, einer meiner Favoriten, die ich habe. Dann kommen wir hier weiter, diese Lampe, die, ich hoffe, Mathilda zerstört die bald. Die ist auch schon uralt, die ist auch von Ikea, so eine klassische. Da wollen wir uns auch mal noch andere zulegen. Der Stuhl ist übrigens von Vormams, von Mathilda, da fragen auch immer ganz viele danach. Dieses Dingelingelings da, das kann man halt gut als Weihnachtskranz machen. Das haben wir hier in einem kleinen Hofladen gekauft von einem Mann, der das alles selber macht. So, das ist unsere Essecke, unser Essbereich. Also ihr seht, das ist nicht so typisch dieser Instagram-Look. Das ist mir aber auch relativ egal. Teppich Ikea, Tisch, Stühle, Höffner, hinten die Kommode, alles Höffner. Und der Kronleuchter ist auch von Höffner, da fragen auch immer einige danach. Haben wir hier die nächste Kerze stehen auf einem Dreibein, das habe ich mir auch mitbestellt. Und zwar ist das der Duft Iced Snowberries und die riecht sehr, sehr frisch, sehr, sehr,
Ja, schon fast. Ja, also ich würde sagen, das ist tatsächlich eine Kerze, die würde ich auch im Sommer anbrennen. Die riecht sehr, sehr fruchtig und sehr, sehr frisch, finde ich mega, mega toll. Auch eine sehr, sehr schöne Kerze, sehr schöner Duft. Und auch hier wieder ganz dezent, überhaupt nicht vordergründig. Ja, Kommodenfront quasi an meiner geliebten Tapete, die übrigens, wenn die Sonne reinscheint, glitzert. Die ist komplett matt, aber wenn die Sonne reinscheint, dann glitzern diese Ornamente, finde ich halt cool. Die Kerzen hier habe ich vom Kerzenhalter, habe ich vom Flohmarkt. Also ihr seht, ich ja, kombiniere so einiges durcheinander. Und jetzt müssen wir mal kurz leise sein. Ich glaube, man hört das. Das ist ein Holzdocht. Das ist kein normaler Docht, wie man ihn kennt. Und der Duft ist wahnsinnig toll. Das Glas ist auch wahnsinnig schön. Und das riecht wie Armani-Code für den Herrn. Also auf der Partylight-Feier, wo ich war, bei Mathildas Tagesmutter, meinten alle, ja, das riecht wie frisch geduschter Mann. Also es riecht wirklich nach einem Männerparfum. Ich finde nach Armani-Code. Und das ist auch so ein Duft. Oh, der ist so geil. Der riecht einfach so, so edel. Wenn du ins Wohnzimmer, ich finde, das ist ein perfekter Wohnzimmerduft. Und so Wohnzimmer sehr, sehr edel gestaltet, ehrlich gesagt. Und da passt der Duft auch einfach rein. Finde ich sehr schön. Kann ich mir aber auch gut für den Flur vorstellen. Ja, also fürs Bad finde ich, ist es nichts, aber für einen Flur ist er auch sicherlich sehr, sehr schön und ich mag dieses Geknistere. Das ist eine Kerze. Ich gehe jetzt bald wieder auf eine Partylight Feier und da die werde ich mir nochmal bestellen. Weil ihr seht auch, die ist schon gut angewiesen. Ich habe die jetzt seit 3 Tagen in Benutzung und die brennt eigentlich dauerhaft. Ja, an diese Front, die hier liegt Mathildas gelber Ball, habe ich euch ja auch schon gezeigt und da haben wir diese Kerzen hier. Das sind Gläser und die gibt es im Dreierpack. Die kann man aber auch einzeln kaufen. Ich finde, die sehen im Dreierpack einfach schöner aus. Die sind jetzt auch im aktuellen Herbst-Winter-Katalog von Partylight. Und die sehen witzigerweise wunderschön aus, wenn sie irgendwo oben stehen. Die sind sehr teuer, aber ich finde sie sehr neutral und sie passen super in unsere Einrichtung. Deshalb lasse ich die auch für das ganze Jahr stehen. Und ich finde die so, so schick. Ich finde die so schick und gerade wenn es dunkel ist und hier oben leuchten so diese 3 Kugeln, es sieht einfach edel aus. Und ich finde, das ist so ein Set, das macht auch nur als Set Sinn. Also ich finde, wenn du jetzt nur so eine Kugel irgendwie auf dem Tisch stehen hast, finde ich nicht so schön. Ich wollte sie erst hier reinstellen, aber das ist dann halt mit dem Kerzen total blöd. Ja, finde ich sehr schön. Das war's an Partylight im Wohnzimmer. Dann haben wir hier noch in meinem Kerzenschrein quasi den Duft Marshmallow Vanilla. Habe ich noch nicht angemacht. Der riecht am intensivsten von allen Kerzen, muss ich sagen. Aber sehr schön. Und die Vanille riecht so wahnsinnig lecker. Nicht so süß, sondern ja, tatsächlich schon so ein bisschen würzig. Ich bin gespannt, wie die duftet, wenn sie an ist. Ich werde euch auf jeden Fall auf Instagram berichten. Und dann habe ich noch den Duft Winterberries, der ist auch sehr, sehr beliebt wohl. Und der riecht, oh, da kommt mir schon der Duft entgegen, wenn ich den Deckel abmache. Ihr müsst übrigens die Kerzen immer mit dem Deckel ausmachen und nicht auspusten. Ist wohl besser für das Wachs. Sehr fruchtig, sehr fruchtig. Also auch kein Duft. Oh, geil, geil, einfach nur geil. Den ich jetzt nur im Winter anmachen würde, den würde ich auch im Sommer anmachen. Ganz, ganz fruchtig, schöner Duft. So, dann noch unsere Küche. Und da habe ich auch schon die nächste Kerze stehen. Und zwar habe ich hier das Dreibein genommen mit der Libelle. Und das ist der Duft Winterwarmer. Und der duftet auch so ein bisschen, ja, vanillig. Aber auch ein bisschen herb schon fast. Also auch ein ganz toller, so ein richtiger kuscheliger Duft einfach. Passt vielleicht auch eher ins Wohnzimmer als in die Küche. Muss ich mal schauen, wie sich das so entwickelt, wenn die an ist. Aber finde ich auf jeden Fall auch sehr schön. Übrigens, meine Vasen sind leer, weil mir mein Mann nie Blumen kauft. Ich werde mir heute selber welche kaufen. Zimmer kennt ihr schon aus meinen Family Vlogs. Hier steht noch mein Kaffee, weil ich gerade einen Schminkschnack gedreht habe. Da habe ich auch ein Dreibein. Und das ist wohl der beliebteste Duft von Partylight. Das ist der Duft Bellini Glitter. Und das ist einfach so ein richtiger Mädchenduft. So ein pudriger Duft mit einem Hauch Frische. Ganz, ganz toll. Ich finde, der passt perfekt hier ins Ankleidezimmer. Und ja, freue ich mich auch schon drauf, wenn der an ist, wie der sich so entwickelt vom Duft her. Hier muss ich sagen, der riecht so intensiv, dass selbst das Zimmer danach riecht, wenn die Kerze aus ist. Gut, ich muss auch dazu sagen, der Raum ist nicht groß, ne? Klar. Ja, Kaffee könnte ich auch mal trinken. Stößchen. So, Freunde, der Akku blinkt. Ich hoffe, der kleine Einblick in unsere Gemäuer hat euch gefallen. Schreibt mir doch mal, was ihr von Partylight empfehlen könnt. Ich will mir auf jeden Fall noch die Autoparfums holen.
Und nochmal so eine Knisterkerze. Und ja, schreibt mir das, wie gesagt, auch die Melts sollen ganz toll sein. Da habe ich auch schon 3, 4 getestet. Die hat mir unsere Tagesmutter einfach mal zum Probieren mitgegeben. Auch richtig toll. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, der kleine Einblick. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Das kommt am Sonntag und wird ein Schminkschnack. Bis dahin, macht's gut. Tschüssilein und Knutschilein. Ciao.